Alright, alright. Oh. Was spielen wir denn als nächstes? Wir spielen jetzt Bowling. Okay. Da musst du jetzt aber aufstehen. Ich stehe auch auf. Okay, ich stehe auf. Knack, knack. Das ist mein Stuhl. Knack, knack. Ich stehe jetzt. Mach Mikrofon höher. Okay, was? Spiele mit? Oh, das ist immer so schnell dann. Oh, hast du das Bändelchen bei dir rumgemacht? Nein. Nein, Stegi. Wir spielen ohne. Oh. Du musst aber auch den Controller loslassen dann. meine Kopfhörer. Okay, es navigiert Basti. Du musst. Alright, mein Bester. Du weißt, was ich tue. Come on, pump it up. Ja, du weißt es halt echt. Ja, okay. Wusstest du, dass mein Traum ist, irgendwann meine eigene Bowlingbahn zu haben? Ja, wusste ich wirklich. Das sieht man auch. Ja, okay, Digga. Alter, what? So wie ich sag, komm, lass uns doch eine Runde Valorant spielen, Bro. Bro, du kannst da ganz entspannt. Komm, wir probieren das. Komm, ich jetzt? Ja, jetzt bist du dran, Mann. Okay, wie lenke ich jetzt, wo der hin soll? Also, indem du den Controller einfach in die Richtung neigst. Aber musst... ein bisschen doller machen. Okay, ich muss aber eine normale so Kegelbewegung machen, so. Ja. Ich mach mal einfach mittig, glaube ich. Wirklich, als würdest du einen Relief-Kegel. Und Boden. Dann muss ich dann loslassen, das R? Naja, du hältst gedrückt und dann schwingst du nach vorne, dann lässt du los. Achso, nee, man darf nicht loslassen, glaube ich. Nicht loslassen. Hm. Bro, ich schwinge wirklich wie ein Meister. Es geht. Das ist eine Nullnummer. Das Spiel ist mein Spiel. Ja, kommt noch. Wir üben jetzt nur. Das ist eine Übung. Warum war das so erbärmlich? Okay? Sorry, dass du sogar. Ach. Digga, wie stark du auch wirfst. Also, okay, Glückwunsch. Danke. Ja, ich gehe ganz weit nach hinten. Also du musst mit dem Ding und dann lässt du vorne halt, du hältst jetzt hinten halt gedrückt und dann schwingst du halt auch wirklich nach vorne. Genau, jetzt mal jetzt richtig jetzt nach vorne. Jawohl! Ah, okay, aber ich hab ihm auch so richtig nach. Ja. Okay, ist ja gar nichts, ist das. Naja, ist ein Split. Also an Leute, die jetzt gesagt haben, ich will wirklich meine Bowlingbahn, ich werde mit meinem Keller auf jeden Fall meine Bowlingbahn haben. Jetzt check's. Okay, man kann zweimal lenken. Man kann... Okay, verstehe. Jetzt check ich's. Alright. Ich dachte, man kann nur die Position ändern. Ja, da hast du jetzt ein bisschen Rechtsspin gegeben, weißt du? Ach so. Ja, okay. Du zahlst mal hier den Laden, Digga. Der Gewinner zahlt. Jetzt mach mich da hast du nervös, zu viel oder? Rechtsspin. Du hast so ein bisschen... Weißt du, der... Die Kugel hatte rechts drall. Bro, Digga, das ist wirklich uncool mit dir. Wollen wir mal in Relief-Bowlen gehen? Ja, auf jeden. Dann kannst du deinen Trall dir abschminken. Also die Technik, die ich habe, ist halt sehr advanced. Du kannst auch einfach zentral und dann einfach von vorne einfach geradlinig drauf. Aber mich nicht voll, du advanceder Typ. Was? Yo! Ja, guck, das war auch advanced. Ja, war doch gut. Okay. Ich wäre doch jetzt dumm, wenn ich nicht in straight schieße, oder? Also ich würde es lieber von links machen und dann eher versuchen, ein bisschen schräg. Warum? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du, wenn du so machst, dass er rechts reinfällt, höher ist, als wenn du von... Ich hab's gesagt, also ey. Ich hatte keinen Trall. Ich hatte wirklich, das Ding war kerzengerade. Es war kerzengerade. Glückwunsch! Danke dir! Das wird das Spiel auch scheiße digital spielen, ist so dumm irgendwie. So, ich hab hier so eine Switch gekauft, damit ich halt einfach nur gewinnen kann gegen jemand anderen. Digga. Oh ne, aber den hab ich echt, da wollte ich sogar Trall machen. Das hat Bock gemacht, der sah cool aus, fand ich. Der sah echt gut aus. War Trall falsch rum wahrscheinlich, ne? So ein bisschen, ich hätte ihn cooler machen sollen. So, weißt du? Jetzt, Achtung. Jo! Nicht so heftig schütteln kam bei mir einfach. Ja, das kommt bei mir immer. Echt? Ja. Ich hab so heftig geschüttelt. Ja, okay, Alter, das ist so lächerlich. Hast du YouTube-Tutorials dir angeschaut, wie du das perfekt machen musst? Ich hab die Technik hab ich invented. Ach, laber mich nicht. Wenn ihr noch keine positive Bewertung dagelassen haben sollt. Das Ding ist, ich habe auch mein Headset abgesetzt. Echt jetzt? Wie willst du mich hören, Bro? Naja, ich habe dich lauter gemacht. Ich kann die ganze Zeit ein Kabel vor mir rumbaumeln. Nicht so sehr schütteln. Ich habe es jetzt raus mit dem Schütteln. Oh, bin ich dran? Darf man nicht, klar. Yo, ich nehme mal den Nacho-Teller.
Ja, du bist so, wie das, wenn der Ball auch gleich fliegt, ist so cringe, Alter. Der ist so, das ist kein cool. Ball, sondern eine Kugel. Ich habe eine Kugel, da steht Bobby-Autogramm ist da drauf. Was machst du jetzt? Ach, Digga. Ich mach einen Spare, und du? Also meine Schlange, eine Königspython? Oh, man muss die Technik so perfektionieren. Nein, muss man nicht. Nee, aber du machst schon echt gut eigentlich. Och Mann, wenn der besser draufkommt, dann ist es. Ich weiß. Ich sag, jetzt hab ich's raus. Meinst du, wenn wir eine kleine Runde spielen, gewinnst du? Ja. Nee, lass mich noch die Runde fertig machen dann und dann. Ja, die machen wir noch safe. Fertig. Ein bisschen noch links, rechts abchecken. Oh. Ich will gegen deinen Stream sehen, um zu sehen, wie du die weißen Dinger so justierst, weißt du? Und dann sag ich, wär ich krass. Oh, oh. Was? Oh oh. Clip erstellen. Bam! Was? Bam! Ja klar! Mach du? Los? Alright. Man kann die Kugel wieder nach hinten machen? Ah ne, du. Ah ne. Oh, oder? Danke für den Tipp! Ich wüsste, dass ich das machen kann. Ja, cool. Boom, boom, boom! I want you in my room. Let's spend the night together. Together in my room. Yo! Du darfst. Alright. Du darfst. Let's go. Oh! Das gefällt dir, ha? Oh, shit! Boah, die alle zu treffen wird aber schwierig. Die stehen recht weit auseinander. Oh! Oh oh! Oh oh! Ich habe das Gefühl, das nächste Match wird sehr tough. Ich glaube auch. Oh, so oh. Ein bisschen verzockt mit dem Spin. Ja, ja, ja. Ja, der ist schwierig für mich. Aber guter oh. Ansatz. Aber rechts lieber reinhitten und dann holt der alle anderen noch weiter ab. Nächste Runde ohne labern. Was? Okay, Glückwunsch. Nix, schon richtig, schon richtig. Wieso darfst du nochmal? Achso, ja, weil wir in der letzten Runde sind. Ah ja, regeln kenne ich nicht. Okay, süß. Ja, aber nicht mal eine 200. Okay. Oh, das ist leicht. Darf ich auch noch 3-4 Mal noch, oder was? Du kannst es auch noch 2 Mal, ja. Okay. Scheiße, ich glaube, es wird echt schwer jetzt gegen mich gleich. Auf. Glaubst du echt? Ja, du bist echt. Ja, nein! Digga! Nein! Oh. GG! Nochmal? Ja, jetzt hast du doch. Ja, nochmal. Und jetzt wirst du verlieren. Come on, pump it up! Na na, pump it up! Sag, was du kannst. Darf ich anfangen? Nee, du wieder. Das ist scheiße. Oh, du darfst anfangen. Oh nee, nee, nein. Sorry. Oh. Oh, Bro, Alter, komm. Na los, mein Bester. Zeig, was du kannst. Oh, jetzt hab ich schon keine Lust mehr. Du willst, dass die Bowlinghalle dir gehört? Dann musst du erstmal an mir vorbei. Zeig mir deine Moves. Nein! Oh, oh Gott! Oh, ich will nicht. Tja, Bro, der Start, der gibt immer vor, in welche Richtung das Match geht. Da hat wohl jemand den Mund zu voll genommen. Ja, warte ab. Ja, dass du auch deine Dreckskugel immer weiter nach hinten legst, nervt mich so krass. Oh! Oh, oh. Boah, die stehen weiter auseinander. Was man da machen kann, ist schwierig. Ja, okay. Gerettet. Wenn der von rechts nach links springt, dann ist hier aber Ekstase im Stadion. Jetzt ist deine Chance zum Ausgleich hier. Yo! Alter! Alright, not bad! Danke, ich hab gezittert. Ich musste zittern. Ja, wieder schön nach hinten. Ja, genau. Let's go! Ah! Jawoll! Fühlt sich scheiße an? Ich rede nicht mit Losern. Mach den erstmal. Oh oh! Oh oh oh! Bro, das ist halt echt, das ist halt. Oh, 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 oh! Ah, du, was laberst du denn jetzt? Ba, 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 da, ba, ba. Ja, aber die alle haben. Ja, die sind, die kriegst du. Da hab ich nicht, weil ich kann sowas gar nicht. Sowas gezielt abschießen krieg ich noch überhaupt nicht hin.
Keine Ahnung, was ich da machen muss. Oh Gott. Ja, ein bisschen zu krass. Scheiße. Du darfst nicht zu krass in die, also in die Richtung lenken dann. Ja. Ist das ein ernst meiner Tipp, ja, ne? Ja, for real. Ja, aber ich wollte gerade so super Spin geben. Check dich mal, ob du immer hier so links Spin gibst. Ja, irgendwie mag ich die so. Ich mag die rechts Spin viel mehr. Ey, weil ich Headset noch auf hab. Oh. Oh mein Gott, ich joke. Ja, ich bin Barkeeper dann. So, ich spiele alleine. Ich lass dich nicht mitspielen, muss mir so trinken bringen. Niemand will mit dir spielen. Ey. Spare 10%. Richtung Spin sogar, aber ja. Let's go! Jetzt ist mir aber langsam. Oh. Jawohl, ich komm wieder. Der war echt strong. Der war aber echt gut. Das ist eine gute Technik. Wo hast du die her? Hab ich geschaut im Internet. Boah, es müsste echt mal einen Bowling-Anime geben. Bist du am Trollen? Ich hab gehofft, dass der langsam ihn umrollt. Aha. Ey, was ist das denn? Okay. Wow, okay. Hast du einen zum Schweißband für mich? Dann bist du auch am Start. Okay, I see. Ja, Alter. Nicht schütteln. Ey, was ist hier los? Oh, na, die wird gar nicht so leicht, ne? Aber die musst du gut so rauspicken. Wichtig! Aber hast du gut gemacht. Spare 10%. Na komm! Es ist so lecker. Also, die Physik sind nicht so gut in dem Game. Ja, Digga, der ist halt schwierig für mich. Aber der ist nicht verkehrt. Doch, der war verkehrt. Und ich würde jetzt sehen, wie viel ich jetzt hinter dir bin. Bin ich ganz viel schlechter gerade? Nee, bist du nicht. Ich schwöre nicht. Okay. Oh! Ey, sorry, keine Bilder. Keine Bilder, bitte. Sorry, keine Bilder machen. Ich komme nach dem Spiel, ich komme nachher raus, aber bitte, ey. Sieg, du wirst... Kein Spin? Du wirst nervös, ne? Ja? Kein Spin? Der fliegt noch. Jawohl. Ah, das ist blöd. Ich übe jetzt mal was. Ich mach von der anderen Seite. Ich mach den jetzt mit links. Ja, also, falls du Linkshänder bist, solltest du es machen, ja. Nee, ich bin Rechtshänder. Na. Was? Was war denn das bei dir? Hä? Der Controller ist kaputt. Hä, wir spielen doch gar nicht gerade. Wir spielen doch mit Kegeln. Was für ein Controller? Ja, meine ich ja. Oh mein Gott, okay. Okay. Wenn du jetzt zum Beispiel 3 Strikes oder so machst, würdest du gewinnen. Safe Call. Oder 2 Strikes können auch schon sogar reichen. Glaube ich dir nicht. Das war keine gute Runde von mir. Nee, for real. Oh. 2 Dreck. Oh Mann. Okay, ich spiele jetzt mal straight drauf. Juckt mich. Ich glaube, das sollte eigentlich am besten funktionieren sogar. Oh. Okay. Du kannst nochmal jetzt, ne? Weil du abgeräumt hast. Echt jetzt? Ja. Okay, dann mache ich nochmal sogar. Boah, das wird... Ultra close, glaube ich. Oh, der war aber echt gut, ne? Der war echt gut. Oh, okay. Okay, also, ja, ist echt nicht so. Es war echt knapp eigentlich, ne? Schon, ja. Lass was anderes gucken, was es noch gibt. Okay, wollen wir Kniffel spielen? Ja, Glückwunsch. Lass Kniffel. Jachtwürfelspiel. So, meine Damen und Herren, wir spielen jetzt eine letzte dritte Runde. Alle guten Dinge sind drei. Ich will mich jetzt wirklich nochmal einmal beweisen. Das kann ja nicht sein. Okay. Oh ja, aber gut gewürfelt direkt. Danke dir. Ich bin einfach sauber, Alter. Ich bin krasser. Oh. Ja, okay, Digga. Ja. Sorry. Es ist meine Zeit gekommen. Vamos a empezar. Vamos a jugar una partida muy importante. Ich bin jetzt verhext. Bro, hör auf. Nimm das zurück alles. No. Bitte, Mann. Ach ja, guck mal, wie lange die 3 da war. Ist doch gut. Nee, ist okay, ist durchschnittlich. Du hast dafür einen schon mehr, weißt du? Mm-hmm. Du bist schon 5 im Plus dort. Ich kann mal ja mit den 1. Heißt, du kannst oben komplett verkacken und alles, ja. Ja, okay, Alter, sorry. Naja, wie fühlt sich das an? Mach 4 gleiche, 6. Hast du Eier und frag nicht bei 6, 1, sondern bei 4 gleiche.
So, hey. Der alte Stegi wäre auf Straße gegangen. Du bist der Gewinner, Stegi. Soll ich voll ausmachen oder soll ich sagen, labert mich nicht voll, ich nehme die 666. Tja, das ist die Frage. Du kannst ja nochmal würfeln, ne? Naja, da weiß ich nicht. Was gibt Full House 26 Punkte, ne? Ja, ist schon gut. 30 wäre halt Maximalwert. Ah, auch wenn es mich jetzt so... Jetzt juckt es mir in den Fingern zu wissen, was der nächste Würfler gewesen wäre. Ja, so 4 Sechsen sind halt Game-Breaking, ne? Ja. Oh, schöne Straße, ne? Danke dir. Doch nicht. Digga, was machst du denn? Ich leg den so, dass er halt, ne? Ich weiß ja, wo die 2 jetzt ist. Bro, Alter, du... Oh, Junge! Oh, cool, 30 Punkte für Basti, GHG. Nee, man, es gibt halt Hardcore-Games. Nein, es gibt halt gewisse Techniken, wenn du halt weißt, dass die 5 dann links liegt. Ach, und dann ja, die. Komm. Durchschnitt. Oh. Man muss ja auch Durchschnitt zu sagen. Sauber die 4er gespeichert, wirklich. Mhm. Digga, ja, was willst du, hä? Was willst du? Digga, mach doch bei 4 gleiche rein. Ich würde wirklich bei 4 gleiche rein machen, ich sag's dir. Also ist kein Scheiß. Boah, Digga, ich lasse schon Yacht. Ich glaube, bei 4 gleiche ist sinnvoller. Nee, das ist mir zu niedrig. Bist du dumm? Nein, dumm. Ich sag nicht. Dafür habe ich jetzt aber halt ein paar Joker. Ich habe jetzt die Punkte, die ich aus der letzten Runde hatte, ne? Shit. 4 Sechser? Kann man schon mitnehmen. Oder 4 gleiche. Kann ich jetzt 6... Oh, 4 gleiche, ne? Ich hab's dir vorhin erzählt. Okay, lass mich drüber nachdenken. Wieso hab ich nur 28? Ah doch, das passt. Okay, wenn du dann... Ja. Oh, ich hätte die 6 genommen. Aber... Ja, ich weiß, aber ich lasse den voll, was ich mache. Ich hab nur Angst wegen Bonus, leider. Aber beim Bonus bin ich, glaube ich, im Plus, ne? Ne, bin ich nicht. 3, bin genau Durchschnitt. Komm, sei jetzt richtig eklig. Let's go! Digga, das ist so dreist. Das ist doch nicht dreist, das ist... Big? Digga, also wirklich, dass du 6er 3 hast und, Digga, guck mal, das nervt mich jetzt, weil ich gepokert habe und du willst einfach so dreckiges. Ach, scheiß drauf, ja, nehm ich mit. Wenn du jetzt aufgepasst hast, weißt du, wie du den Würfel drehen musst. Nein! Ich wollte abbrechen zu. Oh, komm. Ich wollte abbrechen zu würfeln, weißt du, so. Wie bewegt man den einmal oder den. Nur so leicht, Digga, so. Wupp, nur so ein bisschen. Nur mal so ein bisschen. Nur kurz. Achso, du musst. Nee. Drückst du A? Drückst du einen Knopf? Ja, A. Du kannst auch den Controller einfach wackeln. Ach, Lava. Okay. Ich habe auch für die Switch extra so ein, also ich habe so einen Becher, der ja so wie früher bei der Wii. Ja, stimmt. So ein Aufsatz. Ja. Bro, das kannst du ja nicht erzählen. Was für eine lustige Würfel bin. Hä? 4. Oh, Digga, falsch. Ich hab mich verrechnet. Mm. Hab mich verrechnet. Ja, trag trotzdem mal Großstraße ein, einfach aus Stolz. Weil die ist eigentlich groß. Ihr seht die nur klein. Die ist eigentlich eine ganz große. Das ist eine ganz, ganz große. Na, Quatsch ist das. Du hast jetzt echt eine richtig dreckige Runde gerade am Laufen. Das sage ich dir mal, wie es ist. Warte mal, wenn ich jetzt 4 eintrage, 58. Ja, dann brauche ich 2 Dreien. Also du hast bei beiden gleichzeitig jetzt 2 Minuspunkte, ne? Bei einer wärst du 2 Minus und bei 2 bist du auch 2 Minus. Ich brauche jetzt eine 1 oder eine, also ich brauche jetzt 2 Einsen und eine 3. Oder wenn ich bei Einsen eingetragen hätte, hätte ich 2 Dreien. Ja, ist egal. Okay. Ich glaube, Einser wäre schlauer gewesen mathematisch. Was machen wir? Tja. Was machen wir? Ich würde eher die 5 nehmen, damit du die 1 halt weiterhin als Joker hast. Ja, das war mein Plan. Aber wenn jetzt 3 Einsen kommen, dann schreibe ich nicht an. Nee, sonst ich habe ja auch die Einser wieder reingenommen. Ja. Bisschen cringe. Digga, das ist jetzt richtig scheiße. Chance, oder? Oder 0. Oder Yacht. 1, oder ja. Da musst du halt jetzt so, ne? Das kannst du mittlerweile selber, glaube ich, ganz gut einschätzen aus den Erfahrungen. Naja, Yacht. Kriege ich diese Runde nicht. Und zur Not mache ich halt Yacht dort rein, wo es, wenn es einer ist, 2er ist, 5er ist, 6er ist, passt mir dann auch. Naja, es wäre dann überall gewastet. Der 6er nicht, natürlich. Oh, ist schon ein bisschen im Minus, ne? Ich brauche eine 3, das passt schon. Bisschen kacke. Warum nicht Minecraft? Ja, wir zocken gleich nochmal richtig rein. Digga, halb drei. Da war gleich noch eine Challenge, glaube ich. Bro, okay, ich muss da langsam auf Pennen gehen dann, ne? Jetzt auf einmal sagst du dann Ciao, Ciao oder was? Ja, Bro, es ist halb drei, hä? Hä, du hast gesagt, wir zocken die ganze Nacht. Digga, du bist... Bei dir ist ganz... Oh, Mann.
Yo. Ach, Mom. Mom, nur noch eine halbe Stunde. Mom. Mom, bitte. Ja, morgen Wochenende. Ich muss morgen nicht Schule. Mom, Mann, meine Mutter. Samstag oder Sonntag? Sonntag, ne? Ja, also jetzt schon. Ja, scheiß drauf, Stegi. Ja, gute Runde, die du da machst. Ja, die Bonuspunkte krallst du dir richtig stark, ne? Das hast du nicht schlecht gemacht. Dass ich das noch gesehen habe, ne? Ich hätte Full House probieren können, aber ist keins, deswegen bum bum. Ja. Das stimmt natürlich. Oh, zwei Sechser sind das. Hä? Digga, bitte was? Wenn die doch liegen bleiben, dann hebt man den ab und guckt, wo was oben ist. Nee, das ist hier nicht. Der ist ja noch, der war noch in Bewegung, da war noch Motion. Die sind ganz glatt. Das sind, ja, lag ich nicht voll, die sind ganz glatt. Nasse Seife. Eigentlich sagt man immer noch, dass man sortieren muss. Na, Digga. Einer ist richtig scheiße, da fehlen mir drei, ne? Da bin ich drei minus. Das ist Pain irgendwie. Musst du halt eine 6. Okay, es ging jetzt schnell bei der Entscheidung, ne? Uiuiui. Ja, Great Ghost Road Reaper komme ich nicht hin. Süß, willst du kleine Straße machen, oder was? Lol. Er will auch 15 Punkte dafür haben. Aber die geht nur in eine Richtung. Falsch. Okay, outplay das nicht. Ich will meinen Mund halten sollen. Halt die Gusche, Mann. Mach keinen Radau. Voll passend. Beruhigend. Ballstoff. Ja. Ballstoff. Ah, das ist ein bisschen Pain, was ich jetzt dann gleich machen muss. Ja, du brauchst also eine. 4 Sechsen brauchst du. Ne, muss ich? Brauche ich nicht, oder? Ich bin doch nicht im Minus. Ach, true. Ja, sorry, du hast vollkommen recht. Alter, boah, ich dachte, ich habe mich komplett ganz verrechnet. Ach, Junge. Das wäre lustigerweise sogar eine große Straße. Ja, habe ich auch gesehen. Wenn jetzt eine 5 kommt. Was wäre dann gewesen, wenn eine 5 gekommen wäre? Nee, sorry, du hast ja die 5 schon weg, sorry. Uiuiuiuiuiuiui. Jau. Aber guck mal, was halt geil ist bei mir, ist halt, dass meine Chance frei ist eigentlich. Ne? Das ist echt nicht schlecht. Das ist geil. Also ich habe 2 Tries, meine 2 zu bekommen, dann bekomme ich meine 35 Bonuspunkte. Trotzdem bin ich halt nicht mehr nah dran. Nee, ganz weit weg. Also krass, dass du halt hier gleich genauso gehittert hast wie ich, obwohl du ein bisschen vorsichtiger gespielt hast. Und dass du kleine Straße auch noch bekommst mit der großen Straße, ist halt lächerlich. Ja, come on. Mega cooler Typ, Mann, wirklich. Alter, das ist so lächerlich. Das ist ja erbärmlich as fuck. Das letzte, was ich brauche, ist eine Chance. Ich hoffe, dass ich das schaffe. Ja, hör einfach auf zu reden, bitte. Warte mal, Stegi, du hast ja for real, du hast große Straße und Yacht weggemacht, obwohl du noch eine Chance offen hast. Ja, aber findest du es sehr schlimm? Ja, also es ist ja alles lieber eine schlechte Chance als eine Null. Nee, aber ich hätte ja die Wahrscheinlichkeit, eine große Straße bei so wenig Würfen zu hitten, ist ja super groß und ich möchte ja oben die Bonuspunkte auf jeden Fall. Und Chance wusste ich, dass ich am Ende so viele Zahlen oben übrig habe. Guck mal, jetzt habe ich noch einen Try für Zweier. Und ich muss halt auf jeden Fall die 3 hinbekommen. Ansonsten habe ich halt Bonuspunkte nicht mehr bekommen. Ey, du bist 228 mehr als ich vorhin in meinem Try, oder? Ja. Willst du noch einen spielen danach? Nee, du musst nicht. Eine letzte machen wir. Nee, wir müssen auch ins Bett, Bro. Eine letzte machen wir. Eine letzte. Wenn du krass bist, zockst du noch eine letzte Runde mit mir. Nein. Digga, jetzt habe ich die Bonuspunkte bekommen, weil du mich voll laberst. Ach, komm. Bro, eine letzte Runde. Nein. Okay, pass auf. Wir spielen das normalerweise auch immer um viel Geld. Wollen wir vielleicht mal um Geld spielen, Stegi? Ja, nur weil du jetzt Siegestreak hast, ne? Nein. Wir können auch um was anderes spielen. Bobby Wood Autogrammkarte. Komm, eine letzte Runde spielen wir. Ja, komm, Würfel. Ich save die Fünfer. Ich werf alle nochmal neu. Oh Mann, keine 5. Was mache ich denn da jetzt? Ich glaube, ich werfe meine Chance direkt weg. Jau, was mache ich jetzt damit? Ich meine... Was mache ich jetzt damit? Das bin ich, Alter. Jau. Ein Würfel habe ich, das ist ja Trash, was ich gerade mache. Ja, mach einfach am besten nochmal alles rein. Das fühlt sich gerade echt so an, als wenn ich nochmal alles reinmachen sollte, wirklich. Mann, Dicker, ja, come on. Weil du aber auch... Alter, das ist ja was? Komm mal auch Chance weg. Was ist denn mit dir? Ja, super. Ich mach direkt meine Chance weg. Let's go! Ja, komm, Alter.
seit dem Fluch, den du da vorhin mir... Digga, ich dachte schon, Alter, okay, mach halt ein nice Full House oder 28, 30 ist Beste. Das ist so cringe. Schönes Wassergrundstück. Aber mutig, dass du nicht mal Sechser nimmst, ne? Normal vorhin hättest du... Nee. Nö, nehm ich einfach direkt mit. Nimm du doch Sechser. Mach ich auch. Juckt mich doch nicht, was du machst. Ah, scheiße. Was machst du jetzt? Das ist lächerlich. Digga, weißt du was? Das gönn ich dir nicht. Ich gönn's dir halt wirklich nicht. Ich gehe hier nicht von Anfang an ins Rennen und sage einfach, ja, ich gönn dir da deinen einen Punkt. Mann, ich hätte so verdient gehabt. Ich hätte das wirklich, trotzdem ist das durchschnittlicher Fünfer. Ja, ist perfekt. Ey, ist doch voll gut. 28 für Full House wäre voll schlecht eigentlich. Ich hätte 27 gehabt, das ist ja das Problem. Also, naja, wäre nicht so gut gewesen. Na, ich hätte halt einen weniger, das würde mich von Anfang an. Naja. Oder Zweier, Bro. Den muss man auch machen. Kleinvieh macht auch Mist. Ja. Ja, durchschnittlich. Oh mein. Mal gucken. Ich glaube, den werde ich noch zweimal würfeln, denke ich, oder? Stell dir mal vor, du würdest eine Yacht würfeln und machst die 1 nochmal rein und würfelst danach nochmal eine Yacht. Oh, soll ich? Hey, also kannst du jetzt nur noch einmal. Ach, der ist so. Aber ist doch eine überdurchschnittliche 1 oder ein gute 4 gleiche. Oder gute 4 gleiche, du hast recht. 8 Punkte besser als keine wahrscheinlich. Ach Mann, Alter. Okay, cool. Was denn 2? Ja, 2-4 ist doch cool. 3-4 war auch nicht schlecht. Könnte ich auch kleine oder große Straße probieren, aber ich gehe erstmal auf den Bonus. Mach noch Full House? Ah ne, geht nicht. Ich hab schon du hast die ja schon. Ja. Steht jetzt ein Bungalow. Soll ich den Full House jetzt nehmen? Das ist die Frage. Der wäre stark, oder? Der wäre lustig. Er war so richtig die ganze Zeit so. Nee, Digga, der ist mir dann zu klein. Den nehme ich jetzt aber. Okay. Ist die Frage. Eine Yacht? Hol ich mir eine Yacht? Ich hol mir eine Yacht! Alter, mal gucken. Wo soll ich die eintragen? Ach, großes Stra. Nee. 50 Punkte? Bro, ich glaube, ich nehme die. Okay, pass auf, was ich nämlich drauf hab! Digga, du spielst hier nämlich nicht mit irgendjemandem, Mann! Ach, Mann. Stegi, hallo! Ja, willst du mal meine Yacht sehen? Willst du mal meine Yacht sehen? Sicherlich, das ist so eine Scheiße. Willst du mal meine Yacht sehen? Ach, Bro, ich hab sogar eine schönere Yacht als du. Ey, das ist das Schöne, dass man mit den niedrigen Zahlen auch 50 Punkte bekommen kann. Ja, laber mich nicht voll. Ach, Junge. Digga, halb drei ist es so bescheuert. Digga, Nachbarn denken, ich hab grad mir eine Yacht gekauft, Bro, weißt du das? So. Ich hab mir eine Yacht gekauft. Der verrückte YouTuber, der brüllt da, ich hab mir eine Yacht geholt. Einfach halt, er hat sie, ich hab sie, ich hab die Yacht und dann sieht man, was man so macht. Holst du dir einen kleinen Stream Bungalow auf. Oder eine Yacht? Ich mach einen Stream auf 10, da denk ich einfach, Digga, okay. Come on, pump it up. Du bist der unsympathischste Yahtzee-Spieler, den ich kenne, ne? Du bist aber auch nicht cool. Dankeschön. Ich will auch nicht cool sein. Wirklich, ich versuche hier einfach dein größter Feind zu werden. Sag ich dir ehrlich. Ich will gar nicht cool sein. Bro, ich liebe es aber, dass du das jetzt in der dritten Runde schon so fühlst. Oder vierten Runde. Das ist das Geilste. Na, richtig geil. Was denkst du, was mache ich? Ja, du willst wissen, was ich machen würde, weil deine Hand nicht gut aussieht gerade. Doch, übertrieben. Pass auf. Du denkst echt, die sieht nicht gut aus? Ne, sieht's auch nicht. Scheiße. Boah, da wäre ich 4 im Minus. Und ich bin nirgends im Plus, nur bei der 1 bin ich im Plus. Da habe ich eine im Plus, stark. Boah, eine 3 mehr halt, würde dann auch wieder ausgleichen. Die musst du 2 nehmen. Dann musst du halt 4 Dreien oder 4 Sechsen haben. Ja, oder große Stärke. Was ist denn, was ist wahrscheinlicher? 4 gleiche oder Full House? Full House ist wahrscheinlicher, finde ich. Weil, also, die Wahrscheinlichkeit für 4 gleiche, du brauchst ja bei Full House nur, ne? Einmal maximal 3. Mach sogar so. Und wenn ich 4 gleiche habe, dann habe ich die bei 2ern, 3ern oder 6ern. Und dann mache ich auch Stonks. Eben. Dann halt dein Maul, sag nicht was, wenn du mit mir oder für mich spielst. Eben. Ja, cool. Geile, coole kleine Straße, ne? Übertrieben. Nein. Eine kleine reicht mir vielleicht gar nicht. Oh, Mann. Okay. Übertrieben cool, Mann. Okay, cool. Oh, 5. Falsch. 5, dankeschön. Kleine Straße. Ah, weiß ich schon, ist mir schon klar. Das ist mir schon klar. Das ist dann klar. Bist du die kleinen Sachen, meinst du? Muss ja auch gemacht werden. Kannst du noch eine Straße machen? Oh, wobei, mach die einzeln. Cool. Mach doch noch ein Full House. Das ist mir zu kleines Haus. Ich brauche ein paar mehr Zimmer.
Ja, ein bisschen Pain. Da kannst du ein cooles Foto ausmachen. Ja, hab ich mir auch gedacht, aber das ist ein bisschen cringe, oder? Ich gehe lieber auf 6, glaube ich. Ein Drittel Wahrscheinlichkeit, dass es ein Full House wird. Nee, sogar noch. Da wäre die 4 fürs Full House. Die würde da noch liegen. Na, hm. Durchschnitt. Und bis da habe ich oben einfach nur Durchschnitt. Voll und echt. Ach, okay. Saftig. Wirfst du doch die 6er weg, wenn du Eier hast? Nö. Wenn du jetzt Eier hast, wirfst du jetzt die 6er weg. Oder wenn du Eier hast. Digga, spielt richtig. Ich will nicht, dass wenn ich gewinne, der Spieler sagt, ja, auch da getrollt. Oh, oh, okay. Digga, du hast so viel Glück, ne? Also wirklich. Digga, das ist ja so lächerlich. Bro, das ist ja ist so aber auch lächerlich. Ist aber auch nur Durchschnitt, ist okay. Bro, dass ich sogar die 5er schon weggemacht und 4 gleiche weggemacht habe. Ja, Full House. Das ist scheiße. Full House. Hab ich echt noch drin? Ja, ne, hab ich. Du brauchst, mach die 6 auch dazu, du brauchst eine 6. Du hast 2 ja. Würfe. Vertrauen wir doch mal. Das war das Full House, was ich vorhin weggeworfen habe, oder? Ja. Weißt du noch? Ich hatte genau das gleiche. 3, 5, 2, 6. Er hat gesagt, nee, das nehme ich nicht, weil 27 ist für nicht hoch genug. Robert, oh! Okay. Tor Ach, Mann, in schon... Gladbach. Ach, ja, nein, nix. Tor. Einfach nur wirklich leise sein, okay? Warum? Hab ich doch einfach krass gewürfelt. Das ist für Trash Talk. Ja, große Straße kann man wirklich vergessen, oder? Ja, ist heftiger Gamble, aber eben, also 3 Dreien. Na ja, gut. Ja, 3 ist schon noch, also musst du halt... Nee, ich muss nur eine Zahl hitten. Will eine 5,5 würfeln. Oh. 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 Ja. Die 30 da unten ist echt schmerzhaft. Oh, krass. Alter, Digga, dass du das sogar... Alter, dass das möglich gerade ist. Wieso nicht? Ernsthaft? Nee, ich gehe lieber erstmal auf die 6. Ach, Digga. Alter, Digga, das ist so lächerlich. Also, das ist wirklich. Was denn? Du bist ein schlechter Spieler. Digga, du bist so ein schlechter Spieler. Hm. Ich könnte auch noch später... Ah, ich mach's lieber so. Hey, Digga, da willst du niemals zocken. Da kenne ich dich. Da bist du so viel zu der... Nee, nee, das riskiere ich nicht. 251 Punkte ist wahnsinnig. Also, das ist ja... Richtig gut. Find's echt? Nein, ich find's okay. Ich finde, du bist nicht so gut heute. Ich hoffe, das würdest du so einfach so immer in Minecraft zu mir sagen. Ach, heute bist du mich nicht so gut. So ein Challenge. Nimm noch 2, hä? Warum 2? War da denn 2? Du hattest 2 Zweien. Oh, hab ich nicht gesehen. Scheiße. Jetzt krieg ich nicht mal Durchschnitt. Was bräuchte ich? 3 Dreier, 4? 4 Stück. 12. Ja, 4. Oh, oh, oh. Boah, Stiggy, oh, Digga, nein, jetzt lass es doch komplett bleiben. Das ist doch Wahnsinn. Aber dass du nicht gezockt hast, macht dich wirklich unsympathisch wieder. Weißt du, dass du es geschafft hast? Aber nicht gesagt hast, okay, ich nehme zuerst die unten, die 4 gleiche. Das ist so lächerlich. Guck dir mal bitte an, wie schön Bro, dein Zettel ja, ja. ausgefüllt ist. Ey, das ist perfekt eigentlich, ne? Also es ist oben immer Durchschnitt. Du hast jeden oben Durchschnitt, außer die 6. Ja. Und unten hast du halt komplett rasiert. Also dass wir beide Yacht gemacht haben, ganz, ganz eigenartiger Scheiß. Das ist meine beste Runde. Leute, lasst unbedingt eine positive Bewertung da. Ja, genau, Dislike da lassen. Sieht man nicht als Scheiß. Vielleicht sind wir Platz 1 in den Trends damit. Ja. Bro, dass dieses, also das heutige Zweikanal-Video einfach Platz 3 in den normalen Trends ist, ist so. Digga, wir hocken da immer noch über einen neuen McLaren. Geil. Glückwunsch, ne? Danke dir, Bro. Wirklich. Ich habe aber trotzdem auch fürs Video bitte reinschneiden. Ich habe 2-mal gewonnen und du hast 2-mal gewonnen.